Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Scrolls 4 Oblivion. Ja, es tut mir leid, dass der letzte Part doch etwas abrupt geendet ist, aber ich wurde, sag ich jetzt mal, in der Aufnahme doch dann ein bisschen gestört zu gegen Ende. Und ich habe dann einfach keine Lust mehr gehabt, das, die Aufnahme nochmal von vorne zu starten. Ja, wir müssen jetzt einfach dem Kerl hier folgen. Der wird uns nämlich jetzt einfach zu, sag ich jetzt mal, zum Training oder so führen oder keine Ahnung, oder zu unserer ersten Mission. Und irgendwie sehen wir hier schon so am allergeilsten aus. Naja, okay. Wie mal hier. Ausbildungshalle. Hey, wir sind Mitglied in der Dunkelforstrotte, wenn das die Kämpfergilde mitbekommt. Hm. Sieht eigentlich ganz nett aus hier. Am liebsten würde ich jetzt einmal so wirklich abziehen und dann puh, Headshot. Wie gut würde das jetzt eigentlich kommen? Naja, es kann ja nicht alles nach meiner Nase laufen. Hey, cool. Klar, der hat schon Detra-Rüstung, Ebenholz, ihr habt eine Mission. Bock. Die Siedlung Stade hat uns damit beauftragt, einige Goblins in der Gegend zu erledigen. Anscheinend haben sie den Einheimischen Schwierigkeiten. Das sollte für euch vier aber kein Problem sein. Drei von euch sollten mittlerweile vorbereitet sein. Aber wie ihr schon seht, haben wir auch einen neuen Rekruten unter uns. Ich muss mit euch reden, Rekrut. Gut. Bei dieser Mission müsst ihr vorsichtig sein. Manchmal gibt es Probleme mit neuen Rekruten, weil sie unsere Methoden noch nicht so gut kennen. Nehmt dies! Es wird eure Fähigkeiten während der Schlacht verbessern. Wir benutzen es häufig. Es ist sehr, sehr praktisch. Hier ist Saft zum Inventar hinzugefügt. Was ist das? Das hier? Nun, es ist ein Geschenk aus den Sümpfen von Argonien. Hist-Saft. Ein Geschenk aus meinem Heimatland. Die Hist beschenken uns großzügig. Sehr großzügig. Ihr schmuggelt Hist-Saft? Seid kein Narr! Wir sind mit einer Hist selbst zurückgekehrt. Einer schönen Hist, die die gesamte Rotte mit ihren Geschenken beglückt. Die schlauen Magier machten es möglich. Magie und Eisen. Aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Trinkt euer Geschenk und geht mit euren neuen Brüdern. Gut, dann trinken wir das Hist mal. Histsaft. Histsap auf euch selbst. Ihr habt den Histsaft eingenommen. Ihr beginnt euch seltsam zu fühlen. Ich wollte gerade sagen, hat sich das Spiel jetzt weggeschmissen? Okay, was kommt jetzt auf uns zu? Wir sind in Stade angekommen, das anscheinend von Goblins überrannt wurde. Ich habe den Befehl zum Los, Angriff Bewegung. Zu gehen. Tötet die Goblins, alle. Okay. Hey, da ist ein Goblin. Die scheinen uns aber gar nicht böse gesonnen zu sein. Gut, ich glaube, das war's. Können wir die ausnehmen? Die haben nicht mal was dabei. Hinten ist ein Nirnwutz. Den sammle ich mal schnell ein. Sieht ja keiner, dass ich mich von der Truppe entferne. Lalalala. Okay, ich sollte mal in den Häusern nachschauen. Vielleicht ist da noch was drin. Stade Innenbezirk. Da haben wir doch einmal diese eine Mission gehabt. Ja genau, da liegt ja noch das Zeugs. Ey, Goblin! Und hier? Noch ein Goblin! Noch ein Goblin! Okay, was war das? Die Waffe hat mich erschrocken. Die kann gar nichts. Ich muss ja alles alleine machen. Da ist schon wieder ein Goblin. Halt's Maul. Gut, war's das. Was zur Hölle? Die Goblins, die Stadt überfallen haben, wurden besiegt. Wo bin ich denn jetzt? Gut, endlich seid ihr wach. Ich hatte schon angefangen, mir Sorgen um euch zu machen. Was ist passiert? Das wollte ich euch sowieso fragen. Ihr wurdet bewusstlos auf der Straße in Neyavin aufgefunden. Einige eurer Gildenbrüder haben euch gefunden und zu mir gebracht. Gut zu sehen, dass einige von ihnen so denken wie wir.
Was ist dort draußen passiert? Ja, Histsaft. Sie verwenden Histsaft? Und Sie behaupten, Sie hätten einen Baum nach Cyrodiil gebracht? Erstaunlich. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen der Saft auf andere Rassen als die Argonier haben könnte. Es überrascht mich nicht, dass man euch in diesem Zustand gefunden hat. Ich denke, diese Männer vertragen mittlerweile viel von dem Zeug. Ich mache mir Sorgen um Stade. Ich will, dass ihr euch zurückbegebt dorthin. Vergewissert euch, dass die Rotte die Einwohner nicht vertrieben hat. Haltet euch versteckt. Okay. Ich warte hier. Dann gehen wir mal zurück nach Stade. Auch wenn es mal wieder auf der ganz anderen Seite der Karte ist. Das macht sich mal wieder richtig schön bemerkbar auf unserer Liste da. Also irgendwie muss ich die ganze Scheiße ja nicht verstehen. Wir hätten eigentlich gut unsere Zerstörung da skillen können. So, zurück nach Stade. Hui. Was? Warum wollt ihr? Was zur Hölle? Was war das? Schafe! Das kann alles nicht wahr sein. Das ist schrecklich. Hä? Hallo? Hallo? Hä? Meine arme Bien. Arme, süße Bien. Welches Monster würde so etwas tun? Wie konnte das passieren? Was ist hier passiert? Ich wünschte, ich wüsste es. Sie sind alle tot. Alle. Sogar meine arme, süße Bien. Ihr seid derjenige, der ihr geholfen hat, oder? Ihr habt ihr geholfen, meine Schulden zu begleichen. Ich habe von euch gehört. Sie hat niemandem je etwas getan. Wer könnte das getan haben? Welches Monster würde so etwas tun? Das waren nicht die Goblins. Das müssen Banditen gewesen sein. Aber weshalb? Wir haben nichts. Bitte geht. Ich muss unsere Toten begraben. Leichenwanderung. Ach, die Schafe sind auch tot. Bloß bei dem merkt man es nicht. Dumm. Man kann nicht durch die durch. Also ich muss mal sagen, ich glaube, da haben sie ein bisschen gefailt. Aber okay. Jetzt dürfen wir wieder zurück nach Koroll, oder? Ja. Wieder auf die andere Seite der Karte. Ach ja. Und deswegen 2-3 Sätzen. Ach ja, ich mag die Kämpfergilde. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Ja, weil ich eine schwere Rüstung trage. Wow. Mal ein bisschen Akrobatik hier machen. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder von so einem Massenmörder oder so angegriffen. Obwohl, nee, die sind eher ein Shadinal. So, da bist du ja Pissnelke. Nun, was habt ihr in Stade gefunden? Ein Haufen Leichen. Stade. Nein. Die ganze Stadt. Ich nehme an, ihr seid ziemlich enttäuscht von euch selbst. Das tut mir leid. Aber es war der Histsaft, nicht ihr. Wir wissen nun, welche Gefahr diese Gruppe bedeutet. Und das vielleicht sogar besser, als sie es selbst wissen. Wir müssen nun entschlossen vorgehen. Pflichten. Ich verstehe, was ich zu tun habe. Der Histbaum muss zerstört werden. Histbaum. Dieser Baum ist die Wurzel all unserer Probleme. Er ist eine Missgeburt der Natur und muss zerstört werden. Solange die Dunkelfrostrotte den Saft verwenden kann, sind wir alle in Gefahr. Ich fürchte, die wissen gar nicht mehr, was sie tun. Okay. Ihr müsst einen Weg finden, den Histbaum zu zerstören. Ich nehme allerdings an, dass Risakar ihn gut bewachen lässt. Erwartet eine unfreundliche Begrüßung, wenn ihr bei ihrer Halle angelangt. Gut, Risakar. Er ist ein Krieger, ein schlachterprobter Söldner, der schon überall in Tamriel gedient hat. Er hält seinen wertvollen Baum sicherlich gut unter Verschluss. Ihr müsst den Schlüssel finden. Gut. Bringt es. Wenn ich mich nicht irre,
könnte dies die letzte Mission der Kämpfergilde sein. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weil ich habe nämlich noch sowas im Kopf, dass da irgendwas mit dem Baum gewesen ist. Das war auf jeden Fall so ziemlich zum Schluss. Da jetzt kommen wahrscheinlich einige her. Du hast doch gesagt, du machst das nächste Mal ein bisschen Dunkle Bruderschaft und Diebesgilde. Ach, darauf kacke ich jetzt einfach mal ganz dezent. Ich mache jetzt kurz die Kämpfergilde fertig. Oder halt noch diese Mission. Das hat sich gerade so schön angeboten. Oh, jetzt muss ich wieder nur noch den Eingang hier wieder finden. Aber das dürfte es hier sein. Nein, das ist die Kämpfergilde. Da ist die. Gegend, wo wir hinwollen. Dunkelforstrotten, Hütte, keine Ahnung. Hallo. Ihr gehört nicht länger zu uns. Spion der Kämpfergilde. Verräter, das ist das Ende. Was zur Hölle? Okay, ich darf kämpfen. Ja! Gut, wenn die beschwören, dann tue ich es auch. Wow. Mord? Habe ich was verpasst? Sagen, wer wurde hier ermordet? Ich hätte doch nur ein bisschen um mich geschlagen. Boah, der ätherische Claymore, wie gerne würde ich ihn mitnehmen. Stab der Schwäche. Boah, was hat denn der für Pfeile dabei? Schau mal, den wollte ich jetzt eigentlich nicht beschwören. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier rauf. Boah, ich hoffe jetzt mal nicht, dass wir das hier in Kopfgeld gekriegt haben, weil sonst habe ich die Arschkarte. Nee. Vielleicht liegt hier irgendetwas. Weil immerhin haben wir den Schlüssel hierzu gekriegt. Kaiserreich, Battleprinz. Dann gehen wir mal woanders schauen. Der ist ja schnell in den Wutz. Wow. Was war das? Der hätterische das will ich auch haben. Gut. Dann schauen wir mal noch einen Stockwerk weiter rauf. Ritzakas Raum. Was erwartet uns jetzt wohl da? Ey, nein, ich will nicht kämpfen. Halt's Maul. Da komm. Ah. Ja. Hab dich. Ich habe Ritzaka getötet. Ja, der gleiche sollte der Kellerschlüssel sein. Dunkelforstrotte Keller. Ja, sollte nun zum Hissbaum gehen. Aber vorher knacken wir noch die ganze Kacke hier. Weil wir werden jetzt, glaube ich, noch in diesem Part auf jeden Fall versuchen, noch den Baum zu verbrennen. Das heißt, es könnte wieder etwas länger dauern. Toll. Vielleicht ist hier drin auch so ein Nienwutz. Heilen wir uns ein bisschen. Nein, scheint nicht so zu sein. Dunkelforstrotte Halle. So, Dunkelforstrotte Keller. Zu den Waffen! Wow. Zu den Waffen. Hört? Was hört? Stimmen in der Luft. Der Baum ist zu einer Perversion der Natur geworden. Er ist von fremdartiger Maschine umringt. Wenn ich dieses Monster zerstören will, muss ich den Weg zur Vernichtung der Maschine finden. Okay. Singt ja wie Donner. Wieso hat er gebrüllt wie ein Dädra? Das Ring des Mimus. Saftpumpe. Saftmaschine. Leere Hissflasche. Nehme ich einfach mal eine mit. Lockeres Rohr, lockeres Rohr, Kessel. Oh, lockeres. Als die Maschine störte, die um den Histbaum herum bestanden, wurde der Histbaum selbst zerstört. Ich sollte zu euch zurückkehren. Burn, baby, burn, burn, burn. Dance, dance, dance. Geh kaputt, Baum. Vielleicht haben die irgendwie noch so Histflaschen da drin, aber ich würde gerne nochmal irgendwie so einen Rausch haben. Ich fand das irgendwie lustig.
Ach naja, was soll's. Dann gehen wir mal zu unseren Freunden zurück. Ihr, was? Ihr habt alles verdorben. Warum? Warum? Ich hatte Arbeit. Ich hatte ein Zuhause. Ihr habt mir alles genommen. Dafür werde ich euch töten. Ui, Maglie. Friss das. An den spielen wir jetzt ein bisschen... Ach, Hesse, ich wollte gerade Beschwörungsskillen. Nee, nicht Beschwörung, Zerstörung. Und jetzt muss ich auch zum Schweigen bringen. Kosmische Sofort, da hatte er total das miserable Schwert. Und wie konnte der uns zum Schweigen bringen? Puh. Gut, ah nee, ich wollte jetzt eigentlich noch zu dem Kerl hier hinter. So, Orion. Mit dem reden und dann wollte ich den Part beenden, weil ich glaube, das war's dann jetzt auch mit der Kämpfergilde. Das heißt, wir können uns dann jetzt voll und ganz gleich auf unseren anderen Missionen konzentrieren. Eww. Komisch, uns hat das immer mit zwei Händen gemacht. Also ich muss jetzt sagen, das war erstaunlich einfach. Die haben irgendwie gar nichts ausgehalten, die Kerle. So, Mordrin Orions Haus. Da bist du ja. Habt ihr eure Aufgabe bereits erledigt? Habt ihr den üblen Baum zerstört? Hissbaum. Gute Arbeit. Jetzt, da es den Baum nicht mehr gibt, ist die Dunkelforstrotte nicht besser als jede andere Söldnerbande. Cyrodiilis, dank euch wieder ein sicherer Ort. Ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Ich hoffe, es leistet euch gute Dienste. Ihr solltet nun Vilaine Danton erzählen, was passiert ist. Vielleicht versteht sie, worauf unsere Taten abzielten. Ich glaube, unsere Arbeit ist nun beendet. Ihr seid ein guter Soldat. Ihr habt mich stolz gemacht. Gut, Helm von Orion Bärentatze. Das gehörte einem Vorfahren. Orion Birkelbart und war jahrhundertelang verloren. Man hat es erst gefunden, als Malakat fälschlicherweise annahm, meine Erblinie sei beendet. Ein Fremder aus meiner Heimat Morrowind überbrachte mir mein Erbe. Darauf könnt ihr stolz sein. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den alten Glanz des Namens meiner Familie wiederherzustellen. Okay. Erzählt es ihr jetzt so... Gut, wir sind überlastet. Was ist denn das überhaupt für ein Helm? Ist doch ein Helm, oder? Oder tausche ich mich da jetzt? Schwere Rüstung. Wie sieht denn das Ding aus? Schwul! Nein. Okay, es sieht echt schwul aus. Dann saufen wir mal Absorptionstrank. Okay, nee, wir werden jetzt schon den Part beenden. Wir werden das nächste Mal mit ihr reden und ein bisschen Diebesgilde und Dunkle Bruderschaft machen. Ja, das war wieder Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Bis zum nächsten Mal. Stirb! Nein. Wiedersehen.